war gestern. Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und heute habe ich, ja, doch heute sind wir endlich aus der Sommerpause zurück. Und ich muss ja gestehen, das ist gelogen, denn die Aufnahme entsteht hier gerade am 26. Juli. Das ist genau in der Mitte der Sommerpause, also genau dann, wenn ihr meint, dass es uns gar nicht mehr gibt. Ja, wären wir trotzdem aktiv, denn nichts ist schlimmer, als aus dem Urlaub zurückzukommen und einen Stapel voll Arbeit da liegen zu haben. Deswegen, naja, produzieren wir natürlich ein bisschen vor und natürlich auch für Notfälle. Klar, wenn mal was, wenn jemand krank ist oder wie auch immer, da muss man immer irgendwie ja was da haben. Deswegen auch heute hier eine kleine Folge und wie immer haben wir einen Gast mit dabei. Es ist sogar ein Doktor. Ein Doktor Tobias Scholl. Nein, er ist kein Arzt. Und nein, er, auch wenn man hier Head of Innovation in Toxicology lesen kann, ja, ist er nicht dafür zuständig, dass ihr auf Festivals sternnagelvoll in der Ecke sitzt. Aber mit Festivals hat er was zu tun. Guten Morgen, Tobias Scholl. Oder hi, erst hallo, nicht guten Morgen, wir haben 18 Uhr, also bitte. Alles gut, ja, moin. Wie geht's dir? So Sommer bisher schon gut überstanden, oder? Ja, bis jetzt eigentlich ganz gut. Also es war einfach schön, auch mal wieder einen Sommer zu haben, wo doch ein bisschen mehr los war als nur als nichts. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Jetzt sind wir ja gerade im Juli, Ende Juli und ja, wir sind hier bei einem Metal- und Rock-Podcast und da muss man doch mal zumindest fragen, was hast du denn bitte schon mit Rock und Metal zu tun? Ja, es ist relativ einfach. Erstens höre ich die Musik seit doch schon recht geraumer Zeit. Und dann veranstalten ein paar Freunde und ich ein kleines Festival in Thüringen. Ah, okay. Ja, dann reden wir gleich ein bisschen mehr zu. Zumindest ist dann schon mal klar, dass das prädestiniert dafür ist, dass wir in unser Themolet starten können. Und zwar ins erste Thema. Ne? Also wie immer, ich drücke gleich hier auf den Zufallsgenerator. Der spuckt uns ein Thema aus. Das lese ich ja dann mal kurz vor. Dann startet unser Timer für 10 Minuten. Und 10 Minuten reden wir über das Thema, soweit wir wollen oder eben auch nicht. Und nach 10 Minuten werden wir rausgeschmissen und reden dann über das nächste Thema. Soweit alles klar mit den Regeln, oder? Ja, klar. Wunderbar. Ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und los geht's. Okay, ja, also der Zufallsgenerator hat seine Arbeit getan und ja, trotz Sommerpause funktioniert er noch, das ist ziemlich gut. Ja, er hat hier ein Thema ausgespuckt und das bedeutet, beziehungsweise das heißt Gatekeeper im Metal. Ich drücke auf Start bei Timer und ich schmeiß einfach mal wie immer obligatorisch rüber zu unserem Gast. Was fällt dir ein zu Gatekeeper im Metal? Da muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal gar nicht so viel Gatekeeper. Genau, vielleicht sollte man das so ein bisschen ausholen, weil ich habe mir ja aber irgendwann mal, als diese Themen mit reingeschmissen habe, ja doch irgendwann mal auch Gedanken dazu gemacht. Was sind denn Gatekeeper? Also im Endeffekt war das früher ganz obligatorisch so der Ort, beziehungsweise das, woher man seine Informationen bezogen hat. Also zum Beispiel war ganz früher ein Gatekeeper, also der Pförtner, ne? Und der Gatekeeper zum Beispiel der CD-Laden. Also ganz früher war man klassisch im Plattenladen, hat da die Cover durchgewälzt und hat geguckt, okay, was gab's Neues? Und dann war vielleicht sogar der Verkäufer oder der Berater im Plattenladen ganz klassisch der Gatekeeper, der dafür gesorgt hat, okay, das ist neu, das ist der heiße Scheiß, der muss jetzt unter das Volk. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie sieht das heute aus? Also was sind denn für dich genau die Punkte, die dafür sorgen, dass du weißt, hier ist was Neues oder das muss man jetzt gerade hören? Ja, das ist eine echt gute Frage, weil irgendwie so richtig, ich informiere mich immer so ungern. Ich gehe lieber zu Konzerten, ja, und gehe lieber zu einem Konzert, schaue mir dort Bands an und schaue dann einfach, ob mir diese Band gefällt oder eben nicht. Ja, und das ist es dann halt für mich eigentlich. Und da, also ich renne da auch zu Sachen hin, die ich jetzt nicht kenne. Und nutze halt einfach die Gunst der Stunde, um da halt eben mit neuen Dingen in Berührung zu kommen. Muss ich schon sagen, so funktioniert es für mich. Oder halt eben entsprechend Festivals, weil man da eben doch auch immer wieder ein paar schöne Sachen dann doch mit kennenlernt. Deswegen, also, ja, das ist es für mich, glaube ich. Einfach Live-Veranstaltungen.
Ja, also ich persönlich informiere mich, also wirklich so hundertprozentig persönlich, natürlich muss ich jetzt als Host eines Podcasts, eines Online-Magazins sagen, natürlich sind Online-Magazine der Gatekeeper für den Metal. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ganz klassisch, das war auf jeden Fall mal der Fall, also dass so sowas wie ein Metal Hammer oder Legacy Magazine oder, boah, da gab es ja doch echt früher noch ganz viel mehr, die es heute gar nicht mehr gibt. Also auch Printmagazine und Online-Magazine, die dafür gesorgt haben, dass man informiert war. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen nach hinten weggegangen ist. Also ich glaube, dass es die Bedeutung von diesen Medien ist aufgrund von Facebook und aufgrund von Social Media echt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, dass die in Zukunft echt Probleme haben könnten, auch ich sag mal, eine Bedeutung weiterhin zu haben. Ne? Also ich glaube, dass es bei weitem schwerer ist als noch vor 10, 15 Jahren. Ja, da gehe ich hundertprozentig mit. Also denke auch, dass es ist natürlich für eine Band relativ niedrigschwellig, sich über Plattformen wie Instagram oder Facebook oder von mir aus auch TikTok irgendwie mal kurz zu präsentieren und halt Sachen anzuteasern, ja, und eben neugierig zu machen. Es ist halt ein direkter Kontakt zum Hörer, ja. Man braucht halt nicht mehr den Redakteur dazwischen, der einem sagt, ja, das ist aber jetzt gut. Und das kann man dann vielleicht, also nichts gegen diese ganzen Medien. Ich meine, meine Fresse, ich habe früher selber mal Metal Hammer gelesen und sowas. Ja, das ist klar, das war schon irgendwie auch gut, dass es da Input gab. Aber es war natürlich trotzdem am Ende immer noch irgendwie gefiltert. Der Redakteur hat einem gesagt, was er gut findet. Ja. Und so ist es vielleicht dann auch einfach so der. Ja, ein direkterer Draht zwischen Künstler und Konsument, Hörer, wie auch immer. Ja, zumindest persönlicher, ne? Also ich glaube schon, dass es ich sag mal, die Schwelle ist ein bisschen simpler, aber zeitgleich auch nicht viel einfacher. Also ich sag mal, es ist zwar simpler, eigentlich zu sagen, okay, ich kann mich jetzt selber sehr einfach präsentieren, kann schnell und simpel sagen, okay, ich baue mir hier eine Online-Präsenz auf, zeig mich, ja, präsentiere meine Kunstwerke, meine Songs, was auch immer. Aber ich glaube, aufgrund der Masse ist es zeitgleich auch richtig schwer geworden und also oder halt noch nicht einfacher geworden, obwohl es eigentlich einfacher ist. Ne? Also das ist so ein bisschen widerspricht sich selbst. Deswegen, ich glaube, so ein in manchen Teilen hat dann doch jemand, der, ich sag mal, sich viel damit beschäftigt, vielleicht doch noch so diese Funktion zu sagen, okay, ich filter es raus, um zumindest Richtungen zu geben, ne, weil man von außen halt so viele Infos mitkriegt. Das ist sicherlich richtig. Also natürlich, also ich höre ja auch auf Leute, ja, am Ende höre ich dann halt auf einen Konzertveranstalter. Ja, das ist ja, also weil der sucht ja die Band aus, die mir da gerade präsentiert wird. Und dann entweder es gefällt mir oder eben nicht. Klar, also so eine Informationshub dazwischen findet ja immer auf die eine oder andere Art und Weise statt. Ja, und wenn es ein Algorithmus ist, der mir halt sortiert, ob ich jetzt gerade das Video sehe oder eben nicht. Und ja, von daher, ja, also ich meine, ich sehe auch, dass zum Beispiel so, weiß ich nicht, Sendungen wie Krachmucker TV oder sowas, ja, halte ich auch für eine absolut wichtige Komponente, ja, weil es halt eben auch ja, Künstler direkt vorgestellt werden, aber auch eben Alben generell vorgestellt werden, das auch nicht unbedingt immer ja, den Anspruch hat, jetzt irgendwie die neuesten Alben zu präsentieren, sondern halt auch einfach mal querbeet durch die Musik zu gehen. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil oftmals ist es ja so, dass man in jetzt irgendwie Medien, also egal, ob das jetzt ein Printmedium ist oder Online-Magazin, werden ja oft Neuerscheinungen eben diskutiert. Mhm. Ich finde es aber, also es gibt ja aber auch so viele Alben, die ich gar nicht kenne, die vielleicht vor 20 Jahren rausgekommen sind, ja, die mich ja auch interessieren würden. Also da hat das natürlich recht, so dass häufig werden Rezensionen geschrieben, gerade von neuen Releases. Da geht es ja auch dann darum, muss man sagen, dann sind wir auch in vielen Punkten im kommerziellen Bereich des Rock und Metals. Dass es gerade so ist, dass Promo-Agenturen, aber auch Bands sagen, okay, hier kommt was Neues raus, das will ich jetzt promoten, das muss jetzt gerade mal auf den Markt, das muss, ich sag mal, die Kosten wieder einspielen, um es mal ganz, ganz blöd zu sagen. Aber ich glaube auch, dass viel, ja, ich sag mal, viele verschwenden eigentlich, nee, Quatsch, sehen eigentlich nicht, dass man ja doch auch gute alte Produkte nochmal neu aufleben kann, ohne dass man Re-Release von irgendwas machen muss. Ne? Also ich glaube auch, dass eigentlich total schade ist, warum produziert man eigentlich keine Musikvideos von Songs, die vielleicht schon 10, 15 Jahre alt sind?
Also ich finde es eigentlich schade, weil hast du vollkommen recht. Weil ich sag mal, es gibt so von, fällt dir sicher auch 3-4 Bands ein, bei denen das der Fall ist. Also sowas wie Trivium fällt mir ganz akut ein. Da gibt es einen Song auf einem Album, das heißt Through Blood and Dirt and Bones. Und das ist bei weitem geiler als der Rest vom ganzen Album. Finde ich zumindest, also ich persönlich. Aber das wird bei keinem Konzert gespielt. Dazu gibt es kein Musikvideo. Dazu gibt es eigentlich nichts, ja, außer diesen einen Track auf dem Album. Und eigentlich ist es ja voll die Verschwendung. Also weil dieser Track hat aus meiner Sicht ja genauso eine Daseinsberechtigung wie eins dieser, der Singles, eins der größeren Tracks, ja. Ja, und mir ging es ja auch mit manchen Bands so, ja. Also da, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel sowas wie Grim Reaper oder sowas, ja, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen eine Zeit lang. Und also so plötzlich so aus dem Nichts, also okay, woher habe ich die, dann plötzlich musste ich mich damit beschäftigen, weil wir eine Bewerbung fürs Festival von denen drin hatten. Mhm. Ja, und dann habe ich da reingegangen und gedacht, das ist ja nicht zu fassen, das ist ja grandios. Ja. Und dann, das sind halt so Sachen, also ich glaube, es gibt einfach in diesem ganzen, alleine im Spektrum Metal, ja, so viele Dinge, die man eigentlich noch nicht kennt, aber vielleicht auch gar nicht kennen kann, dass es eigentlich immer irgendwie, naja, dass sich ein Blick zurück da auch immer lohnt, ja, und das ist, und nicht mal da, ich meine, also ich höre ja auch Jazz oder irgend sowas, ja, und da gibt es auch wieder ganz viele Künstler, die man dann irgendwie so nebenbei entdeckt und was dann irgendwie ganz grandios ist. Deswegen finde ich es manchmal, wie gesagt, schade, dass der Blick dann halt immer nach vorne geht und nicht auch mal vielleicht ein bisschen zurück und eben auch ein bisschen sich mit, weiß ich nicht, wenn jetzt jeder Redakteur irgendwie mal im Jahr, jeden Monat mal einen Meilenstein aus seiner Musikgeschichte oder sowas mit auflisten würde, ja, und sich dann eben auch zwangsläufig nochmal damit beschäftigt, fände ich eben auch mal schön. Ja, also es gibt so ein paar Dinge, weiß ich, also ich sag mal, unabhängig jetzt, das soll jetzt auch keine Werbung sein, aber ich meine, bei Time for Metal haben wir so einen Artikel im Monat, der sich immer mit einem Album, was mindestens, ich glaube, 15 Jahre alt ist, beschäftigt. Mhm. Wo zwei Redakteure in einer Art Dialog dieses Album besprechen, also ein bisschen anders als so eine klassische Rezension und so quasi ihre persönlichen Erfahrungen mit diesem Album besprechen. Aber hast du irgendwie so ein Album, wo du sagst, das ist so deine Musikgeschichte eins der wichtigen? Boah, naja gut, das sind halt natürlich so die Klassiker, mit denen man so eingestiegen ist. Also ich weiß nicht, halt, als ich mir die dann irgendwann, als ich irgendwie so 11, 12 war und mir die Injustice for All geholt habe, ja, die fand ich halt, also das war einfach grandios. Ja, das war einfach nochmal anders als viele Sachen, die ich davor gehört habe. Oder dann auch so das erste Album, was ich mir dann selber gekauft habe. Ich glaube, das war die Americana von The Offspring. Ja, warum auch immer. Stopp. Der Timer ist rum. Die 10 Minuten sind rum. Und den Abschluss, den du gesagt hast, den darf ich wiederholen, ich darf aber nichts mehr dazu sagen, ja, also Americana von The Offspring, ja, ich grinse gerade für mich innerlich, mehr nicht, mehr sage ich dann nicht mehr zu, ansonsten würden wir unsere eigenen Regeln widersprechen, das geht nicht. Alles okay. Wir haben natürlich hier heute noch eine kleine Nebenaufgabe, denn neben unserem Themenroulette habe ich ja auch jetzt jemanden hier sitzen, der ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr Ahnung hat, was so zwischen Frankfurt, Kassel und Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlin stattfindet. Und zwar ein kleines, relativ neues Festival. Ich glaube, letztes Jahr das erste Mal gestartet. War es richtig? Letztes 2019. Jahr? Gefühlt letztes Jahr. Genau so. Hat das Burgbrand Open Air das erste Mal gestartet und hat einen schönen Schatten vorausgeworfen, muss man ganz ehrlich sagen, weil eine mordsgeile Kulisse. Da kannst du aber selber mal zu erzählen. Wo findet das Ganze denn, das Burgbrand-Festival denn selber statt? Genau, also es ist malerisch, ja, an den Hängen des Werratals auf einer Waldlichtung vor einer Burgruine. Also ich meine, besser geht's fast nicht mehr. Fehlt bloß noch ein Badesee, ja, dann wär's perfekt. Na, Planschbecken kannst du ja aufblasen. Genau. Nee, aber ich sehe vom 18., also jetzt wirklich relativ zügig, also kauft euch bitte noch Tickets, wenn ihr in Lauröden in Thüringen Zeit habt, das irgendwo um die Ecke ist für euch, dann kauft euch noch Tickets, denn am 18. bis 20. August findet dieses Festival statt. Und ja, da sind Bands mit dabei, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz mein Genre, aber ist ja auch nicht schlimm, man muss ja nicht alles immer, ne? Es ist Endstille als ich sag mal die Endstulle. Endstille als Headliner und Gorilla Monsoon als Headliner mit drin. Traitor haben wir jetzt letztens auch noch drüber gesprochen, also ein bisschen Thrash Metal. So ein bisschen, ich sag mal so der härtere Metal mit da. Wie sieht denn das allgemein aus vor Ort? Ist das Publikum allgemein eher der härtere Metal oder
Wie würdest du das Publikum beschreiben, was ihr da habt? Ich würde es ehrlich gesagt relativ durchmischt beschreiben, weil wir wollen natürlich eben auch, da wir noch so jung sind, ja, eben auch eine Akzeptanz vor Ort schaffen und haben deswegen allen Anwohnern aus Lauchröden erstmal freien Eintritt gegeben. Ja, das heißt, die können da hochkommen, können sich das alles angucken und können eben auch so ein bisschen ihren Zugang zu dieser Musikkultur finden. Und deswegen, denke ich, wird das Publikum dann doch eher ein bisschen durchmischt sein. Ja? Und man wird das gar nicht jetzt so... Wir haben ja, wie gesagt, deswegen auch nicht nur Black Metal, wir haben nicht nur Thrash Metal, wir haben ja auch noch so ein kleines bisschen Stoner mit dazwischen. Genau. Ja, also das wird, denke, wird eigentlich eine entspannte familiäre Veranstaltung. Ja? Das und grundsätzlich ist ja auch eigentlich fast egal, was die Leute hören. Ja, die sind ja meistens sowieso tiefenentspannt. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich finde ganz cool, ihr habt auf eurer Webseite auf burgbrand.de eine coole Auflistung mit Do's und Don'ts. Mhm. Und jeder, ich sag mal, Journalist, das macht ihr ja richtig gut. Ja, also ich meine, wenn man an, jetzt muss man wirklich Klischees, ja, ich glaube, ich werde danach einen Shitstorm kriegen, wenn ich das jetzt so sage. Wenn man an Thüringen und Musik denkt, denkt man seltenst nicht an irgendwelche Rock, an welche Rechtsrock-Bands. Ist es ja leider so, dass es da doch echt so ein paar Klischees gibt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig krass, dass ihr an den Do's und Don'ts, ich glaube Rassismus, Antisemitismus, NSBM, in den Don'ts richtig fett drin stehen habt und direkt auf eurer Hauptseite, also direkt ganz vorne steht drin, wisst ihr was, Nazis raus. Finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Ist das so ein Thema für euch, dass das vor Ort so laut auch besprochen werden muss? Ja, also ich sag mal, man muss da natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich fange mal so an. Grundsätzlich ist es absolut wunderschön, in Thüringen zu leben. Ja, und ich habe dort auch wirklich noch nie Stress gehabt. Es gibt aber natürlich auch einfach ein paar Probleme. Und Eisenach ist ja nur nicht so weit weg von Lauchröden. Und in Eisenach gibt es halt eben auch leider so ein überregionales Zentrum von der NPD, ja, die... Naja, wo jetzt auch, konnte man in, kann man zum Beispiel im Spiegel und im Fokus nachlesen, wo es jetzt auch dieses Jahr erst Razzien gab und entsprechend Leute verhaftet wurden, die dann auch, die dann eher schon so fast Richtung Rechtsterrorismus unterwegs waren. Ja, also das ist, da macht es dann halt einfach auch mal schon Sinn, sich ein bisschen zu positionieren und zu sagen, okay, das ist eben auch ein Publikum, was wir nicht ansprechen wollen. Weil wenn man halt entsprechend einmal in der Ecke drin ist, dann wird es dann eben auch wirklich schwierig. Und so wollen wir uns dann natürlich schon klar positionieren. Ich meine, wir machen das natürlich auf der einen Seite über die Bandauswahl, ja, also dass es halt relativ klar ist, wo eben auch viele von den Bands politisch stehen oder eben wo sie entsprechend nicht stehen. Und von daher, ja, das ist es halt eigentlich. Ja. Aber sonst, wie gesagt, nochmal, also ich habe mich in Eisenach jetzt noch nie grundlegend irgendwie bedroht gefühlt, aber man muss natürlich trotzdem irgendwo mal kulturell dann entsprechend auch ein bisschen die Flagge hochhalten. Ja, ja. Und ich sag mal, ihr habt ja auch positive Do's mit dabei. Also es ist jetzt nicht nur, dass es nur Downs auf der Seite gibt. Also ich muss sagen, ich finde ein bisschen schade, dass ihr keine Äxte und Speere erlaubt und auch keine Schwerter. Aber ja, Nieten, Ketten, extravaganter Schmuck und Einhörner sind erlaubt. Entschuldigung, also dann Klar. Ist ja wohl alles cool. Dann ist auf jeden Fall alles cool. Auch Moshpits. Habt ihr hier Moshpits, Circle Pit? Es gab ja echt mal so Zeiten, wo auf Festivals es hieß, okay, keine Circle Pits, keine Moshpits wegen Verletzungsgefahr. Ist kein Problem bei euch, oder? Nee, also das wäre ja Blödsinn. Also da, nee, also da, wir sind ja froh, wenn die Leute so viel Spaß haben. Ja, also von daher sollen sie mal machen. Das ist, sie sollen halt nicht irgendwie besoffen in den Burggraben fallen, das wäre gut. Ja, aber sonst Moshpit und Circle Pit ist schon alles in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Jetzt so als, ich sag mal, abschließende Frage noch. Ich meine, ihr habt auf eurer Seite ein Thema natürlich besprochen, was nicht weggehen kann, und zwar Covid-19, also die dämliche Hustpandemie, die wir gerade hier noch immer irgendwie ziemlich aktiv da haben. Und heißt das für euch irgendwas, dass ihr spezielle, müsst ihr, obwohl, ich sag mal, gefühlt die Pandemie vorbei ist, gefühlt, ja, also offiziell ist es, auch inoffiziell ist es ja natürlich noch nicht, aber viele, viele tun halt so, als wäre nichts mehr. Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da irgendwie besondere Auflagen gekriegt, dass ihr da, dass das so stattfinden muss? Man muss jetzt sagen, wir nehmen im Juli auf, es kann immer noch alles passieren, ne? Das stimmt wohl, aber bis jetzt haben wir noch keine Auflagen gekriegt. Also wir haben uns selber halt ein Limit gesetzt an Karten, was wir verkaufen wollen. Mhm. Gut, das war jetzt kleine Veranstaltung, dieses Limit. Vielleicht im zweiten Jahr noch nicht unbedingt reisen, das ist gut und schön, aber das war halt so eine interne Vorsichtsmaßnahme, die wir auf jeden Fall getroffen haben.
Dann werden wir halt einmal Becher, Einwegbecher nehmen, weil es einfach auch erstmal sicherer ist, ja, als wir können dort oben wahrscheinlich nicht hundertprozentig gewährleisten, dass wir jetzt über 60 Grad irgendwie das Ganze dann entsprechend spülen können. Weil sie ist nun eben doch im Wald, ja. Und dann sind wir einfach vorsichtig, nehmen die Einwegbecher gut ist. Dann natürlich wird es eben auch noch ein bisschen Händedesinfektion geben. Entsprechend halt alle Oberflächen dann ordentlich gereinigt. Aber das ist, glaube ich, auch so das, was wir leisten können. Aber dass man halt auch nicht so ganz unvorsichtig damit ist, ne? Ja, ja, ja. Tja, also ich denke mal, ihr habt's gehört. Kauft euch ein Ticket, geht hin. Es sind ein paar echt coole Bands dabei. Und ja, ich finde sogar auch preislich ist das Ganze echt in Ordnung. Wenn man nämlich mal guckt, so ein Tagesticket für irgendwie 31 Euro beziehungsweise 42 Euro, also sorry. Und das Weekend-Ticket für Mitte 50. Also ganz ehrlich, ja, also dafür kann man echt mal auch echt ein bisschen Party machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wäre jetzt mit meinen Fragen rund um Festival und so durch. Ich muss noch mal gleich fragen, was deine Exit-Strategie ist, so als jemand aus der Toxikologie bezüglich Alkoholvergiftung. Aber dazu reden wir gleich. Ich würde sonst noch eine Runde ins Themenroulette rübergehen. Ist das für dich in Ordnung? Ja, klar, mach mal. Super, dann starte ich den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator hat ein Thema ausgespuckt, und zwar das zweite Thema der Folge nach der Sommerpause ist Cliff Burton Bier bzw. Metal-Lizenzprodukte. Ich drücke auf Start beim Timer und ich sehe schon, deine Nase rümpft sich. Das ist sehr, sehr cool. Denn ich glaube, heute hat der Zufallsgenerator richtig geile Themen ausgesucht. So, ich dachte so, yeah, erst Gatekeeper, jetzt Lizenzprodukte. Ich fange erstmal an. Mach mal gerne. Also, ja, also so, es gibt ja eine tolle Marke, die nennt sich, ich glaube, Brands for Fans. Ich glaube, ich guck mal gerade. Brands for Fans. Hier googelt der Chef noch selbst. Genau. Und das ist nur so ein Beispiel. Ja, also die produzieren so Lizenzprodukte für Def Leppard, sehe ich jetzt hier, für Ozzy Osbourne, Motorhead, und zwar alles immer irgendwelche Getränke. Und jetzt gerade ist relativ frisch das Cliff Burton von Metallica, den kennt man ja, ein Bier auf den Markt gekommen. Und jetzt habe ich gedacht, naja, das wäre vielleicht ein super Thema, wo man mal quatschen kann. Sieht zum Beispiel, hier gibt es einen Hammervoll-Wodka. Also Entschuldigung, man muss ja wohl einen Hammervoll-Wodka haben, oder? Unbedingt. Der hat mir wirklich gefehlt. Also sowas schon mal ausprobiert? Sowas schon mal gemacht? Also ehrlich gesagt, nee. Also das ist so auch so gar nicht meins. Ja, ich finde, das ist immer so kompletter Sellout. Also wenn ich anfange, irgendwelchen Getränkescheiß von mir zu drucken, ja, was soll das denn? Was hat denn das noch mit der Mucke zu tun? Also das will ich nicht, das brauche ich nicht. Und wenn das jemand möchte, soll er sich das gerne kaufen. Jedem gehört sein eigenes Geld. Ja, das ist alles okay. Aber also ganz ehrlich, ich meine, ich trinke durchaus gerne, Spirituosen, mal lecker Rum oder lecker Whisky oder irgend sowas, ne? Mhm. Aber dann werde ich mir doch sicher keinen von irgendeiner Band gebrandeten Whisky holen, sondern schau mir halt lieber irgendwie einen guten Whisky an. Da hast du natürlich vollkommen recht, ne? Also da denke ich mir nämlich auch immer, also ich bin schon ein Fan, ich bin auch ein Fan von rauchigen Eiler-Whiskys, also Scotch, für die nicht wissen, was ein Eiler-Whisky ist. Und in den meisten Fällen denke ich mir, naja gut, die Band muss was verdienen, also die Lizenz kostet was, dass man den Namen der Band auf die Flasche druckt. Und wenn dann irgendwie so ein Whisky, ich sehe jetzt gerade hier den Iron Fist American Whisky von Motorhead, ja, der aussieht wie eine, naja, ihr kennt die Whisky-Marke mit dem schwarzen Etikett, mit der man den lieben Lemmy Kilmister oft gesehen hat. Die sieht genauso aus, diese Flasche. Und ich denke mal, wenn die 35 Euro kostet, unabhängig davon, dass ich nichts von American Whiskys halte, ist es, wenn da schon, ich sag mal, mindestens 5 Euro für die Flasche an den Namensgeber gehen, plus nochmal, ich sag mal, 2-3 Euro für die Flasche selber, dann ist da nicht mehr viel Geld für die Spirituose. Also irgendwo geht dann Qualität verloren. Glaube ich zumindest. Was denkst du? Ja, 100%. Also erst einmal muss ich dir bei den Amerikanischen so ein kleines bisschen widersprechen. Okay. Ja, ich finde, also
mein Bourbon zum Old-Fashioned mixen oder zum Whisky-Sour mixen ist halt schon geil. Also und da gibt es auch richtig leckere Bourbon, die dann aber auch nur da funktionieren. Ja, grundsätzlich, wenn ich Whisky pur trinke, braucht man nicht reden, Scotch. Ja, sonst kommt einem da auch nichts auf den Tisch. Oder, naja gut, oder halt eben, wie gesagt, nach also auch die japanischen Whiskys oder sowas. Aber grundsätzlich Hast du recht. Das geht schon. Genau. Und wenn ich dann, wie du sagst, ne, wenn ich dann sehe, dass da halt so ein Whisky 35 Euro kostet, das ganze Branding dahinter, die ganzen Kosten dazu, es macht für mich einfach keinen Sinn. Und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Whisky oder ein Bier oder ein Wodka ist. Ja, da bin ich mir 100% sicher, wenn ich mir eine ordentliche Biermarke, eine ordentliche Wodka-Marke oder eine ordentliche Whisky-Marke raussuche, schmeckt das immer besser. Ja, und dann kaufe ich mir lieber noch ein Album von der Band und da habe ich auch was gekonnt. Da habe ich einen geilen Whisky und ein gutes Album und habe mehr gewonnen, als wenn ich mir da diesen gepanschten Kram kaufe. Ja gut, aber ich sag mal, denken wir mal einen Schritt weiter. Ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass Wacken Open Air hat jetzt dieses Jahr, glaube eins der ersten Jahre, wo sie kein Becks als Hauptpartner für die Getränke haben, sondern ich glaube, diesmal ist es Krombacher. Und also als Bier. Was, Krombacher? Warte, ich guck mal. Ja, Krombacher. Love it or hate it, ja, also es ist aber jedem sein Geschmack. Ich meine, Becks ist jetzt auch nicht das Bier, wo ich sage, das ist so speziell, dass man das unbedingt braucht. Aber andersrum finde ich, zum Beispiel gibt es dann von diesem Krombacher Dosenbier mit Wacken-Logo, unabhängig davon, es kostet das Gleiche, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Dann kann man sowas mal ruhig auch machen und dann finde ich, ist das auch kein, naja, also dann ist das, tut das halt nicht weh, ne? Aber das nutzt natürlich wahrscheinlich dann auch die Marke Krombacher, weil das Wacken groß genug ist. Wenn ich jetzt aber eine kleine Band wäre, glaube ich nicht, dass ich das dann irgendwie, also dann kann das nur sein, dass das am Ende eine Werbeaktion für die Band ist und weniger für das Getränk. So sehe ich das. Sicherlich. Also ich meine, wenn ich jetzt den Ausnahmefall habe, ja, dass mein Basser, ja, weil er ja nur 4 Seiten hat und nicht viel zu tun und dann zufällig auch noch Braumeister ist, ja, und dann sagt, okay, ich braue jetzt ein Bier und gebe dem den Namen unserer Band, ja, dann kann das richtig geil sein. Oder was ich zum Beispiel auch also okay fand, war diese Aktion vom Partisan mit Heimathafen zusammen. Hast du das mitgekriegt? Das ist halt eine regionale Brauerei dort in der Gegend. Ja, da ist ein Bezug da. Ja, da ist ein persönlicher Kontakt dann auch irgendwie da. Die bauen sowieso so kleine Craft-Biere und haben dann eben da so ein bisschen was drauf angepasst fürs Partisan gebraut. Okay, das ist eine nette Aktion für beide Seiten. Da haben beide Seiten was von. Das ging mit Sicherheit auch nicht zulasten des Produkts. Ja, und das okay, mit sowas kann ich leben. Mhm. Ja, aber wenn es dann halt zu groß wird und zu bombastisch, dann wirkt es halt doch arg kommerziell. Ja, ich habe jetzt auch noch, das ist nicht ganz Metal, aber es geht zumindest in die Richtung. Ich habe jetzt eine, war gerade wirklich ohne Spaß, gerade eben bei mir im Briefkasten von einer Destille, die zusammen mit Sea Shepherd, dieser, wie nennen sich selber die Umweltpiraten, mit dieser Umweltorganisation Sea Shepherd zusammenarbeiten. Und das ist so, da geht wirklich irgendwie, ich weiß nicht, explizit irgendwie 5-6 Euro von dem Produkt am Ende als Spende an Sea Shepherd wieder raus. Und da muss ich sagen, da finde ich das auch okay. Das Produkt ist okay, das ist nicht ultra teuer. Und im Endeffekt bekomme ich als, ich sag mal, im Dankeschön dafür, dass ich mir den Rum kaufe, wie auch immer, noch ein gutes Gewissen, weil ich eine Umweltorganisation unterstütze. Mhm. Und das Produkt ist in Ordnung. Also deswegen, okay, finde ich auch noch in Ordnung. Aber ich habe zum Beispiel, wir haben mit Time for Metal schon so viele Lizenzprodukte ausprobiert. Und ich weiß zum Beispiel, es gab einen Amon Amarth Rotwein, einen Shiraz, australisch, wo ich denke, okay, Amon Amarth kommen jetzt nicht aus Australien. Welcher Zusammenhang ist dann da, ne? Warum passt das oder passt es nicht? Und der war nicht mal lecker, war aber teuer. Ja. Ein Glück, dann hat sich's ja gelohnt. Deswegen, also da denke ich mir für sowas, nee. Also das ist dann rausgeschmissenes Geld. Aber wo ich gerade noch mal auf eurer Seite seid, ihr habt die Wartburg Brauerei, die sagt mir auch nichts. Die ist Sponsor eures Festivals. Also demnach, genau. Gibt's dann auch ein Burgbrandbier? Ha?
Nee, das gibt's nicht. Es gibt Bierdeckel. Aber das ist auch so das Einzige. Wir wollen halt probieren, irgendwie mit Firmen mit einem regionalen Bezug zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wenn wir irgendwann mal in 15 Jahren das Festival noch machen und die Wartburg Brauerei sagt, ja, Zusammenarbeit war so geil, wir schenken euch jetzt ein Bier. Ja. Mhm. Okay. Gerne, ja, sollen sie machen. Aber wenn das scheiße schmeckt, verkaufen wir es trotzdem nicht. Und das ist halt auch cool, ne? Ich glaube, dass viele von diesen Bands, die ich da meine, eben, die wir hier mit diesen Lizenzen meinen, ich meine, du kriegst ja noch viel mehr, ne? Also so sei es ein Rammstein Tequila oder was auch immer. Ich glaube, dass da viele Bands gar nicht wissen, was da unter deren Namen verkauft wird. Also, oder das, ich bin mir nicht mal sicher, ob die, also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach irgendwie, irgendjemand bekommt die Lizenz, vielleicht das Label, und dann wird das ausgeschlachtet, solange die Kuh noch Milch, ne, gibt, wird sie gemolken. Und dann werden halt auch Produkte rausgehauen, wo vielleicht die Band vielleicht gar nicht hinterstehen würde. Gehe ich mit. Es ist halt die Frage, inwieweit eine Band tatsächlich immer auch Kontrolle über sich selbst hat, wenn eben ein großes Management mit dahinter steht. Und dann ist es natürlich fraglich. Ich meine, die freuen sich natürlich, wenn da irgendwie ein Scheck mehr ankommt, sicherlich. Das ist ja auch klar. Ich meine, die müssen davon leben. Und ich meine, du weißt es mit Sicherheit auch, wie verdammt schwer es ist, von Musik zu leben. Ja, und wie überrascht man eigentlich immer wieder ist, was für Bands, die, wo man eigentlich denkt, so, Mann, die sind doch mega groß und die kriegen ja auch gut Gage, aber dass die halt oftmals dann trotzdem alle noch arbeiten gehen müssen, weil eben verdammt viel an sowas dranhängt. Und deswegen, also ich will da auch nicht zu sehr auf irgendwie Musiker einschlagen. Ja, das ist, ich verstehe das ja, dass es schwierig ist, da seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ich weiß nicht, gibt's eine Statistik, wie viel von diesen Produkten vor Covid? Nein! Den Satz hätte ich aber gern noch gehört. Wie viele von denen? Von solchen Produkten vor Covid auf dem Markt waren und nach Covid. Das hätte mich mal interessiert, ob es da eine Korrelation gibt. Ja, weil die nicht mehr auf Tour gehen konnten, wurden dann halt mehr Whiskys verkauft oder was auch immer. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich meine, wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten verbandelt mit so einem kleinen deutschen Merchandiser namens EMP. Und da kann ich ja die Frage mal stellen, weil die haben auch recht viele solche Lizenzprodukte. Aber wir brechen unsere eigene Regel. Das Thema ist durch. Aber ich wollte jetzt gerade mal fragen. Steht hier in deiner Signatur sowas von wegen Toxikologie. Und du hast eben gesagt, du bist Doktor in der Chemie. Ich gehe jetzt mal von aus mit Fachthematik Toxikologie. Naja, also Analytik eigentlich. Das ist, und das, diese Toxikologie-Geschichte ist halt für die Firma, die ich arbeite, beschäftige mich dort eigentlich hauptsächlich mit Drogen. Okay. Und Nachweis von Drogen in Urin, Blut, Speichel, aber auch Nachweis von Substanzen. Ja, sowas halt, ne? Und dann kannst du ja mal gerade so für auch Festivalbesucher vielleicht einen raushauen, wie man am besten seinen Alkoholpegel so runterkriegt, dass man am nächsten Tag wieder auf dem Festival Spaß haben kann. Wenig saufen, ne? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Wenn es einmal im Blut drin ist, dann müsste man sich da eventuell Dinge zuführen, die, wo dann der Alkohol das kleinere Problem ist. aber deswegen, also außerdem, Alkohol ist gar nicht auch so im Zentrum, es sind wirklich mehr so die härteren Sachen. Mhm. Das, weißt du, also kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, das coolste Projekt, was ich gemacht habe, war in Arizona Krötenmelken. Krötenmelken? Ja, weil wir können nämlich hier gleich mal mit einem Mythos aufräumen. Ja. An der Kröte lecken funktioniert nicht. Das ist Urban Myth. Das ist alles Kokolores. Ja. Weil wenn ich an der Kröte lecke, da sind noch ganz andere Giftstoffe drin, dann bin ich halt im schlimmsten Fall einfach tot. Aber ich kann eine bestimmte Kröte auf der ganzen Welt, weil das macht nur eine Kröte, ja, die metabolisiert einen Stoff, den jede Kröte hat, in eine stark halluzinogene Substanz. Da kann ich da in den Drüsen rumdrücken, ja, da kommt das dann ausgespritzt, dann kann ich das auffangen, trocknen und dann kann ich das rauchen. Und dann bin ich ungefähr für 6 Stunden richtig hart am Trippen.
Also. Und da denke ich mir doch echt, ganz ehrlich, die Menschheit ist so fertig, ne? Was muss man tun, um auf den Gedanken zu kommen, da vorne ist eine Kröte, die drücke ich jetzt mal aus, dann trockne ich das Zeug und dann rauche ich das. Mal gucken, was dann passiert. Also ich bin mir relativ sicher, dass das auch so auf so ethnische Geschichten eben zurückgeht, ja, dass das halt vermutlich irgendwelche indigenen Völker mal ausprobiert haben und dass sich das dann ja in der Region dann auch so ein bisschen gehalten hat. Übrigens, Mike Tyson, ja, ist ja ein Begriff, ne? Ja, klar. Und Mike Tyson hat sich jetzt geäußert, dass er schon 53 Mal dieses Krötengift geraucht hat und dass das sein Leben so komplett auf den Kopf gestellt hat und er seitdem der viel bessere Mensch ist. Also ist alles zu belegen. Und bevor wir gleich noch austauschen, wo wir sowas bekommen, gehen wir rüber in Richtung Outro. Denn wir haben jetzt auch noch ein kleines Halluzinogen für euch vorbereitet, denn unser Gast darf sich einen Song aussuchen. Denn wir zahlen ja, wie ihr wisst, auch in dieser Staffel beziehungsweise nach der Sommerpause dieses Jahres auch immer noch GEMA-Gebühren dafür, dass unser Gast sich den Outro-Song wünschen darf. Lieber Tobias, was hast du dir denn überlegt? Es ist wirklich, es ist absolut episch. Vor kurzem erst live gesehen, Riot City, Halloween at Midnight. Es ist ein absoluter Brecher, ja. Gibt's da eine tiefe Geschichte zu? Außer, dass du das... Es ist einfach nur ein übelst geiler Song. Also ich wirklich jedes Mal, also wenn man mich laut auf der Autobahn schreien hört, ja, dann meistens zu diesem Song. Oh je. Okay, dann gibt's es jetzt Halloween at Midnight von Riot City vom Album Burn the Night. Okay, wir werden alle reinhören. Und Tobias, es hat mir Spaß gemacht. Vielleicht ja nochmal wieder. Und wir drücken die Daumen, dass es mit dem Festival alles cool läuft, dass Corona uns alle in Ruhe lässt. Und habt Spaß, guckt mal vorbei, burgbrand.de. Da gibt es immer noch Tickets zu haben. Das Festival ist mit Veröffentlichungsdatum dieses Wochenende. Also, hinfahren. Tobias, dir einen schönen Tag noch. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.